liebe Gartenfreunde. Ja, ist das nicht ein geiles Wetter? Aprilwetter im Februar. Ich kann nichts draußen machen, es ist alles noch viel zu nass. Ich habe eigentlich auch noch gar keine Muse, Paprikas und Tomaten vorzuziehen. Weil letztes Jahr zu Eisheiligen war ich mal wieder zu eifrig und es wurde mal alles kaputt gefahren. Somit warte ich jetzt noch bis Mitte März mit der Tomate zum Beispiel. Und dann geht's aber los. Richtig los. Dann wird der Gartenboden vorbereitet. Die Zwiebel gesteckt, der Knoblauch wird gesteckt, aber somit muss erstmal wieder der Boden trocken werden. Momentan keine Chance. Ja, im kommenden Video zeige ich euch, was ich momentan jeden zweiten, dritten Tag mache. Das Vogelfutter fülle ich nur einmal die Woche auf. Ich habe leider keinen Ton, weil ich muss erst für die Kamera ein externes Mikrofon besorgen. Dann geht es auf jeden Fall auch mit Ton weiter. Ja, so lange müssen wir uns alle gedulden, aber bald ist es soweit. Hier könnt ihr meinen Vogelfutterspender sehen. Der wird regelmäßig besucht und auch regelmäßig gefüllt. Es ist wirklich sowas von nass. Es macht keinen Spaß, durch den Regen zu laufen. Dort hinten mein aufgesetztes Holz von dem alten Zwetschgenbaum. Seht ihr, wie viel Wasser da drauf ist? Einfach zu nass und nicht mal die Jahreszeit. Aber ich muss sagen, meine Kompostwirtschaft, die ist wirklich gut. Also ich werde den Kompost ja auch immer umsetzen und mache auch gehäckselte Baumschnitt mit rein. Und ich habe schon richtig guten Kompost. Also da habe ich schon echt schlechtere gesehen. Oder auch bei YouTube-Kollegen, wo der Kompost einfach in diesen Plastiktonnen nichts geworden ist. Also ich kann sagen, die Dinger sind echt top. Ich habe damit keine Probleme. Seht ihr mal die ersten Frühlingsboten. Ja, die Blümchen sind leider nicht auf, aber bei dem Wetter würde ich auch lieber zubleiben. Ja, liebe Freunde, was ich jetzt da sagen wollte, das weiß ich leider nicht mehr. Auf jeden Fall wird jetzt erstmal das Vogelfutter aufgefüllt, weil die Vögelchen sollen sich ja wohlfühlen bei mir im Garten. Und es soll auch an nichts mangeln. Von daher, einmal die Woche wird aufgefüllt. Macht mir eigentlich richtig Spaß und ich hatte jetzt beim letzten Besuch eine richtige Vogelschar im Garten. Und ja, die haben ja auch Hunger. Es waren übrigens kleine Maischen. Auch hier seht ihr jetzt die Zusammensetzung des Vogelfutters. Den Vögel schmeckt's aus ganz verschiedenen Körnern, Sonnenblumen, Erdnussbruch und. Also das ist wirklich ein Gaumenschmaus. Ja, nun sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und ein Abo. Aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch kein neues Video. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit.
Macht's gut.